am Ende, deshalb habe ich Sie hier geladen, sollen Sie ja auch was davon mitbekommen haben, dass Sie Ihren Ehemann angerufen habe oder mit Ihrem Ehemann telefoniert habe. Was haben Sie davon mitbekommen? Ich habe Theresa mit ihrem Mann am Telefon streiten hören. Danach war sie total aufgeregt und hat sowas gesagt wie, ich bringe sie um, um dann direkt die nächste Nummer zu wählen und wieder in den Hörer zu brüllen. Ja, ich wollte sie beruhigen, aber ich kenne ja die schwierige Situation zwischen ihrer Schwiegermutter und ihr. Aber sie hat mich leider nur weggestoßen. Gestoßen? Das ist interessant. Geschubst. Sie hatten 3 Tage vorher mit Karin Mohr, also der Schwiegermutter, von ihr gesprochen. Wahrscheinlich Frau Mohr mit Ihnen, so wie ich sie einschätze. Was hat Frau Mohr Senior von Ihnen gewollt? Ja, Frau Mohr war sehr besorgt und vorsichtig. Sie meinte, sie hätte diesen Weg gewählt, weil Theresa nicht mit ihr redet und sie sich hoffe, dass sie sich helfen ließe. Wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich wirklich gedacht, dass sie das ernst meinen würde. Aber mit Theresa ist wirklich alles in Ordnung. Im Gegenteil, die opfert sich vielleicht ein bisschen zu viel auf. Aber es liegt nur daran, dass sie die ganze Last alleine tragen muss. Rufus ist ständig unterwegs. Theresa, dass man Geld verdient. Schön. Die opfert sich doch nicht auf. Die ist vielmehr der Grund für Lidys Schreiattacken. Es gibt nur halt Schreibabys, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht selber beruhigen können. Aber im Gespräch mit Ihnen habe ich schon festgestellt, dass Sie total veraltete Ansichten haben. Aber Sie verfügen selbstverständlich über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, die schon deshalb richtig sein müssen, weil sie neu sind. Erzählen Sie mal. Ja, natürlich kann ich das. Das ist ja auch mein Beruf. In den letzten 30 Jahren hat sich einiges in der Säuglingspflege getan. Es ist zum Beispiel nicht mehr üblich, die Kinder jeden Tag zu baden. Das ist schlecht für ihre Haut. Oder ihren Popo einzucremen. Da verwendet man erstmal Heilsalbe. Meine beiden Jungs sind wunderbar groß geworden und ich habe alles gut und richtig gemacht. Also war es richtig, dass du mich geschlagen hast? Wie kannst du sowas behaupten? Ich war noch zwar klein, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Du wirfst mir Unfähigkeit vor und hast deine Kinder sogar geschlagen? Ich fasse es nicht. Frau Mohr, hätte ich jetzt gerne mal wirklich Ihre Stimme dazu gehört. Wollen Sie dazu was sagen? Du bist so eine unmögliche, verbitterte alte Schnepfe. Nein, Frau Mohr, das ist sie nicht und das möchte ich von Ihnen auch nicht hören. Hast du meinen Mann etwa auch geschlagen? Hast du ihn deshalb so gut im Griff? Weil er etwa Angst vor dir hat? Halt den Mund! Ich werde hier gar nichts halten. Und eins verspreche ich dir. Du wirst Lilly nie wiedersehen, geschweige denn sie anfassen. Halt den Mund! Du weißt gar nichts, du hast überhaupt keine Ahnung. Wir wissen alle nicht, warum sie so reagieren. Was sollte sie denn wissen, oder wir, um sie zu verstehen? Karin, bitte! Ich will nicht noch einen Enkel verlieren. Na und? Wenn schon, dann ist es eben so. Boah, nein, das ist nicht so. So, und jetzt werde ich alles erzählen, ja? Du tust hier gar nichts. Niemand sagt hier irgendwas. Theresa wird für das bestraft, was sie mir angetan hat. Und dann gehen wir alle schön unsere eigenen Wege. So gerne. Karin, bitte, ja, es reicht jetzt. Ich habe die ganzen Jahre hinter dir gestanden. Ich habe immer alles das getan, was du wolltest. Ja, und jetzt reicht es mir, jetzt reicht es mir. Darf ich sie reinholen? Ja. Momentchen mal, wen wollen Sie reinholen? Ja, meine restliche Familie. Da wird sich dann einiges klären, Frau Richter. Frau Richterin, ja. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ja. So. So, komm rein. So. So, das hier. Das sind unsere Enkelkinder. Ja? Ich meine, wir sind eine Familie. Das kann doch nicht sein. Das ist doch unmöglich. Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, ich werde jetzt alles sagen. Weil unsere Jungs, die sind jetzt groß genug. Die werden das jetzt verkraften. Das weiß ich jetzt nicht, was jetzt kommt, aber dann würde ich vielleicht bitten, dass Sie, Frau Mohr, nehme ich dann an, mit den Kindern wieder nach draußen gehen. Ja? Herr Moll, setz dich wieder hin. Was haben Sie jetzt Ihren Söhnen vorenthalten? Frau Mohr, Herr Mohr? Das würde ich auch mal gern wissen. Mama, Papa, was ist los? Was habt ihr gemacht? Ihr seid nicht unsere leiblichen Kinder. Ich bin zeugungsunfähig. Ich habe Karin gesagt, die soll sich einen neuen Mann suchen. Aber die wollte mich haben. Und da haben wir eben euch adoptiert. Ja? Und Karin, die ist natürlich um ihr Erlebnis, eigene Kinder zu haben, gekommen. Sie hatte nie ein eigenes Baby, verstehen Sie? Wie alt waren Ihre Söhne bei der Adoption, Mutter?
Paul, der war damals 5 und Rufus, der war 2, als wir die adoptiert haben. Eure Mutter, die war Alkoholikerin. Die hat euch geschlagen. Karin ist eine gute Mutter, die würde das nie tun. Karin ist eine gute Mutter, die hat immer alles getan, um euch zu schützen. All die Jahre habe ich dir die Schuld dafür gegeben. Karin, es tut mir leid. Aber eines Tages musste die Wahrheit ans Licht kommen. Verstehst du? Frau. Ich liebe meine Kinder. Ich will nicht wieder alles verlieren. Das Stichwort ist verlieren. Jetzt gab es da ja eine Mitteilung. Die Mitteilung ihres Sohnes, dass Gefahr bestand, dass sie Lili nicht mehr sehen könnten aufgrund dieses benannten Vorfalls. Ja. Wie haben Sie darauf reagiert? Da stand doch für Sie jetzt plötzlich alles auf dem Spiel, oder nicht? Auf dem Spiel, das Kind nie wieder zu sehen. Ja, das ist richtig. Machen wir es kurz. Der Zeuge Walter hat doch erzählt, dass als er oben war, die Tür schon von sich aus aufging und sie eine Jacke anhatten. Wohin wollten sie denn wirklich? Doch nicht zum Pfefferminz im Auto. Nur sag doch was. Volker, du hast doch nicht... Nur sag doch was. Ach, das war interessant. Volker, du hast aber doch nicht. Ich dachte, Sie wären sich hundertprozentig sicher, weil Sie es gesehen hätten, dass sie die Täterin war. Alles Lüge, oder nicht? 20 Mal hintereinander gelogen hier. Nicht wirklich. Ich dachte... Nicht wirklich. Volker! Karin, es tut mir leid. Karin, ich war so verzweifelt. Ich wollte nicht noch einen Sohn verlieren. Ja? Und deswegen habe ich dann... Und dann, wie ging es dann weiter? Ich hab die Karin unten schon im Keller gesehen und wollte sie dann aufhalten. Und das war ein Unfall. Das musst du mir glauben, das war ein Unfall. Ich wollte doch niemals, dass du dich verletzt. Das musst du mir glauben. Du musst mir verzeihen. Ja. Und wie ist die Lili vor die Haustür ihrer Mutter gekommen oder ihrer Eltern? Ja, als ich dann Lili auf dem dritten Absatz gesehen habe, dass sie lag da, habe ich zuerst gar nicht gewusst, was ich machen sollte. Nun habe ich gedacht, ich müsste irgendwie Schadensbegrenzung betreiben. Und ich könnte ja sagen, Karin hätte sich mit Theresa treffen wollen, aber hätte sich das dann anders überlegt. Und jedenfalls habe ich dann die Lili vor die Haustüre gelegt und habe mich im Gebüsch versteckt. Aber ich habe natürlich so lange gewartet, bis Theresa da war. Ich wollte ja nicht, dass Lili irgendetwas passiert. Ja, ist klar. Aber mir die ganze Scheiße in die Schuhe schieben, ist schon klar, wo? Also, du bist jetzt einmal ins Schwitzen gekommen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und gib mir Zeit. Ich muss über all das noch nachdenken. Theresa, es tut mir leid, dass ich dich beschuldigt habe. Ja, Karin. Noch Fragen an die Hebamme? Nein. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie doch bitte an der Seite Platz. Werden Anträge gestellt? Schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, Stichwort Schadenbegrenzung, das hier vom Zeugen genannt worden ist. Da wird er aber noch einiges zu tun haben, vor allen Dingen mit der Schadenwiedergutmachung. Das ist ja wohl gründlich daneben gegangen, Herr Mohr. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Dieses Verhalten an dem Tag kann ich ansatzweise nachvollziehen, dass Sie nicht mehr weiter wussten. Aber dass Sie das dann so durchziehen, Sie hier auf der Anklagebank sitzen lassen und dann auch noch so weit gehen, auf den Zeugen alles abwälzen zu wollen, der sich dafür hervorragend anbietet, weil er gerade kein Sympathieträger ist und eine gute Chance besteht, dem traut man das natürlich zu. Und dem wird das auch noch untergebuttert. Da kommt auf Sie an Strafverfahren eine ganze Menge zu. Das kann ich Ihnen sagen. Es ist mir nicht begreiflich zu machen, wie Sie sowas hier machen können. Die Angeklagte ist frei zu sprechen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Grimm. Ja, das Gericht, natürlich ist die Angeklagte frei zu sprechen, aber Sie haben doch das Wort von der Schadensbegrenzung in den Mund genommen. Natürlich können Sie ihn jetzt wegen Körperverletzung oder gar gefährlicher verfolgen. Sie können Sie wegen latenter und dauerhafter Falschaussage. Aber wem dient man damit, Herr Römer? Wenn Sie selbst mal 30 Jahre verheiratet wären, würden Sie es vielleicht nachvollziehen, warum man so wird und warum man dann irgendwann Nein. sich so entladen muss. Die Frau Vorsitzende schmunzelt zurecht. Was ich nicht ganz verstanden habe,
Das war ihre hysterische Bemerkung. Aber meine Frau hat doch nie Kinder gehabt. Haben wir denn nicht endlich und irgendwann mal die Zeit verlassen, in der man sich als Frau nur vollständig in der Gesellschaft wiederfindet, wenn man ein Kind bekommen hat, statt BGH-Präsidentin oder Generalbundesanwältin gewonnen? Nein, aber ich habe nie ein eigenes Kind gehabt. Entschuldigung, das ist doch keine Erklärung für das Verhalten Ihrer Frau. Das ist von einer Besitzhysterie getrieben, die auch durch das letzte Wort der Entschuldigung nicht die Kraft an ihrem eigenen Verhalten nimmt. Die Angeklagte ist selbstverständlich frei zu sprechen. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Krechel. Sie haben das letzte Wort. Ich will nichts mehr sagen. Das ist alles gesagt. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt zu keiner Zeit vergessen, um was es hier ging. Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Das war manchmal etwas schwer herauszubekommen, weil letztendlich der familiäre Friede hier seit vielen Jahren gestört ist. Ich glaube noch nicht mal, Herr Rechtsanwalt Krechel, dass es hier um das Aufziehen von kleinen Kindern geht oder Babys, die man mal selbst gehabt haben muss. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man Kinder adoptiert, aus schwierigsten Verhältnissen, 5 und 2 Jahre alt, geschlagen worden sind, dass man sie dann und auch nicht weiter sagen will, dass sie adoptiert sind. Das scheint mir eher in die Richtung zu gehen einer ungemeinen Überfürsorge. Und aus dieser Überfürsorge erklärt sich für mich nämlich auch das weitere Verhalten von ihr zunächst einmal ihren Söhnen gegenüber. Und sie setzt sich da auch gegen ihren Mann durch, dass man dann Probleme hat mit den Freundinnen und ich weiß nicht was. Also, dass man ewig klammert. Das ist ihr Problem, Frau Mohr. Und das sollten Sie mal angehen. Denn es ist ja nichts Negatives, sich zu kümmern. Nur wenn das derartige Besitzansprüche nahezu, Wegnahmeansprüche auslöst, dann stimmt da was nicht. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen. Binnen einer Woche ab heute. Die Staatsanwaltschaft hat auf Rechtsmittel verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Volker Mohr wurde wegen Freiheitsberaubung, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten auf Bewährung verurteilt. Karin Mohr wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Geldstrafe von 1.900 Euro verurteilt.